Tag. Mein Name ist Jörg Solisch. Und ich bin Ralf Baumgarten. Wir sind Anwendungstechniker bei der Marke Sikkens. Und wir möchten heute einmal ein neues Produkt vorstellen von uns, und zwar das Cetol BL Naturell Matt. Eine wasserverdünnbare Dünnschichtlasur. Und Ralf, was fällt dir denn zu diesem Produkt ein? Was begeistert dich daran? Ja, gerade die natürliche Mattigkeit, die ist natürlich wunderbar und stellt das Produkt heraus. Also wir betonen damit die natürliche Holzstruktur und können einfach eine Innovation am Markt bieten und mit Top-Verarbeitungseigenschaften. Also ein wirklich super exzellentes Produkt. Ja, und bevor wir zu diesen Top-Verarbeitungseigenschaften kommen, ein kleiner Intro-Film mal zum Einspiel. Ja, matte Oberflächen und Langlebigkeit, lange Witterungsbeständigkeit wird ja oft im Markt kritisch gesehen, Jörg. Was kannst du uns dazu sagen, gerade zu unserem Produkt Cetol BL Naturell Matt? Ja, Ralf, das ist tatsächlich richtig. Aus dem Grund haben wir von der Technik ja umfangreiche Tests auf den Wetterstand gemacht und das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Cetol BL Naturell Matt ist ein Dreischichtsystem. Wir wollten aber dieses Produkt wirklich auf Herz und Nieren testen, deswegen auch einfach mal mit zwei Anstrichen die Hölzer beschichtet, auf dem Wetterstand platziert und man sieht es sehr, sehr schön im Zweischichtsystem. Die ersten Schäden treten auf nach 28 Monaten und im Dreischichtsystem hält der Anstrich sogar 41 Monate, bis sich die ersten Schadstellen zeigen und das zeigt wirklich die Leistungsfähigkeit von diesem Produkt. Diese Werte liefert uns die Bewitterung auf dem Wetterstand. In der Praxis kann man sagen, ist das Zeitfenster dann mal 3 zu nehmen. Wir haben diese Testreihe dann noch auf die Spitze getrieben und haben Cetol BL Naturell Matt ohne jegliche Pigmentierung auf dem Wetterstand getestet und einen Spitzenwert von 13 Monaten erzielt. Ja, die Produkte von Sikkens, die Lasuren, die stehen für hohe Transparenz und lange Haltbarkeit. Und das möchten wir euch jetzt in der Praxis zeigen. So, wir sind jetzt in der Praxis und wir empfehlen vor der Verarbeitung Lasuren aufzurühren. Jetzt möchte ich euch einmal die Nutri-Protect-Technologie zeigen. Gerade haben wir gesehen, wie schön das Material in den Untergrund eindringt. Und jetzt möchte ich mal diese vorbereiteten Untergründe streichen. Während Jörg die Lasuren streicht, möchte ich ein bisschen was zu den Werkzeugen sagen, die wir dort einsetzen. Und zwar sind es Flachpinsel. Es bieten sich da zwei Borstengruppen an. Einmal eben die Mischborste aus Natur- und Kunstborste und einmal eine reine, feine, synthetische Borste als Flachpinsel in verschiedenen Stärken. Das ist das, was sich bei uns bewährt. Man kann Lasuren auch wunderschön mit der Rolle verarbeiten. Es sollte eine Mikrofaserwalze sein, 8 mm Flor, damit wir das Material wunderschön in diese Profilierung hereinbekommen. Ich arbeite mit der Rolle von unten nach oben, so schiebe ich das Material vor der Rolle her und es ist ein sauberes Arbeiten gewährleistet.
Vorzug bei dem Rollenauftrag ist, dass ich in verhältnismäßig kurzer Zeit viel Material gleichmäßig auf die Fläche bekomme. Ich kann die Profilierung mit den Rollseiten wunderschön durchrollen. Unsere Empfehlung ist, nach dem Rollauftrag nochmal die Fläche mit dem Pinsel durchzuziehen. Ja, ihr habt jetzt gesehen, Jörg hat einmal gestrichen, nur mit dem Pinsel. Dann hat er Pinsel und Rolle kombiniert. Und sägeraues Holz, das eignet sich noch besonders gut für die Rolle, weil das Material gerade eben besonders stark aufgesaugt wird. Und dazu ist die Rollentechnik eigentlich prädestiniert. Wir reden die ganze Zeit über eine matte Oberfläche, aber was bedeutet das eigentlich? Und deswegen möchten wir euch noch einmal zeigen, die wunderschöne matte Oberfläche von Cetol BL Naturel Matt gegenüber einer Standard seidenglänzenden Lasur. Bei der Verarbeitung von wasserbasierten Lasuren kann es immer mal passieren, dass sich ein Ansatz bildet. Und ich zeige euch mal, wie ihr bei Cetol Naturel Matt diesen Ansatz wegbekommt. Wie ihr seht, habe ich durch eine leichte mechanische Bearbeitung die Möglichkeit, einen Ansatz wieder aus der Welt zu schaffen. Hierfür habe ich ca. 8 bis 10 Minuten Zeit. Cetol BL Naturel Matt ist sehr schnell regenfest. Die vor einer Stunde gestrichene Platte kann ich jetzt schon mit Wasser besprühen und das werde ich hier mal demonstrieren. Wie ihr seht, die Lasur ist nach wie vor auf dem Holz. Das Wasser ist transparent und klar. Also von uns aus kann nach einer Stunde der Regen kommen. Ja, das war jetzt der praktische Teil und wie ihr gesehen habt, das Produkt ist wunderbar und einfach zu verarbeiten. Und dazu gibt es natürlich auch eine Farbtonkarte. Jörg. Ja, also ich möchte es nochmal bestätigen, die Verarbeitung von dem Produkt ist beispielhaft, es macht richtig Spaß und unterstützen tun wir die Einführung mit dieser neu aufgelegten, mit 20 Farbtönen ausgestatteten Farbtonkarte. Ja, wir möchten uns bei euch bedanken, dass ihr uns die Zeit gegeben habt, unser Produkt Cetol BL Naturel Matt euch hier vorzustellen. Wir sind jetzt am Ende unseres Vortrags und Jörg, die Abschlussworte. Ja, auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für die Teilnahme, für die uns zur Verfügung gestellte Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.